von Anfang an dachte ich, okay, nur, es geht nur um Fahrradfahren, aber doch nicht. Es ging eher um Freundschaft eigentlich. Keiner bleibt alleine, egal ob eine langsamer oder schneller, bla bla, egal. Wir fahren alle von Jerez bis Barcelona. Am allergeilsten fand ich eigentlich, dass so viele unterschiedliche Typen aus so vielen unterschiedlichen Städten so eine geile Reise durch so ein unglaublich schönes Land gemacht haben. Boah, ohne Fahrradfahren könnte ich, glaube ich, gar nicht überleben. Also, es ist für mich einfach nur Kopf frei bekommen und mir geht es einfach nur gut. Also, es ist irgendwie so, wenn es mir scheiße geht, ich fahre Fahrrad, mir geht's gut. So, egal was ist. Es wird gemunkelt, dass deine Lunge so gut austrainiert ist, dass du, um sie noch weiter zu trainieren, einfach rauchst. Stimmt das? Die Legende. Die Legende von Axel also, Walter. Im Grunde genommen, also genau so. Wir starten jetzt hier direkt von El Bosque. Mal 15 Kilometer straight den Berg hoch, kein flaches Stückchen. Insgesamt haben wir 110 Kilometer. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Ich war die ganze Zeit super gespannt, alle waren super aufgeregt und dann sind wir da hochgefahren, es eröffnete sich ein mega Panorama und eine Bergwelt und das war einfach unglaublich schön. Ist das geil hier, ey. Die Olivenhaine duften. Herrlich. Was erzählt denn für einen Käse, Alter? Digga, ich bin Poet, Digga. Ich bin Pöt, Digga. Pöt. Von der Pöt hier, ey. Geil, nur geil. Ich habe das Feld komplett dominiert, von Anfang bis Ende. Ich denke, das wird so weitergehen wie Barcelona. Ja, ganz ehrlich, wusste ich gar nicht so hundertprozentig genau, worauf ich mich einlasse. Ich habe nur diese nackten Zahlen gesehen. 1500 Kilometer, 21.000 Höhen. Ich möchte sagen Kilometer, weil ich glaube, es waren nur Meter. Halbe Tour de France. Hat sich alles irgendwie imposant angehört, aber ich hatte überhaupt keine Vergleichswerte, um zu sagen, so, wie sich sowas anfühlt. Und jetzt weiß ich's. Versuch das nicht zu Hause. Zweite Etappe, fahren 173 Kilometer, 3703 Höhenmeter, aufgeteilt in 6 Rampen, eine davon 1000 Meter. Das war's. Es wird spannend, irgendwie wirklich nach 80 Kilometern geht es dann wirklich 1000 Meter am Stück hoch in 10 Kilometern. Danach werden wir nochmal Pause machen und runter nach Granada rollen. Einen Riegel hinten reinschieben, ne, und dann geht es noch mal ein bisschen hoch. War einfach mega heftig.
zwischendurch oft gedacht, pack mich jetzt hinten in den Bulli rein. Aber das ist irgendwie auch die Herausforderung immer gewesen, dann quasi mit sich selber dann kurz mal so zwei, drei Takte zu talken und sagen, weiter reißen und kurz mal eben den Gedanken, der einen piesackt, so ein bisschen abschneiden und den Schmerz irgendwie mitnehmen, der einen sonst quasi in die Knie zwingt und dann wirklich veranlasst, aufzuhören. Anstrengend. Alter Schwede, aber geil irgendwie. Irgendwie geil. Anstrengend. Besonders das letzte Stück. Aber du warst auch echt fix hoch, wa? Nicht so fix wie du. Und nicht so fix wie Karl. Ich dachte, wir kassieren Karl noch auf dem Weg. Aber ist er ausgerissen? Der ist ausgerissen. Ja. Aber der war die ganze Zeit eine Treppe vor uns und wir haben ihn noch nicht eingeholt. Mal noch ein bisschen rauf, ein bisschen runter und dann sind noch 44 Kilometer bis Granada. Super geil, das Land Spanien so zu bereisen und diese wunderbare Landschaft so kennenzulernen, auf die Art und Weise. Super nice. Man sitzt auf dem Rad bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter und also für mich ist es eine große Leidenschaft. Für mich ist es auch ein Gefühl von Freiheit. Man ist unterwegs, man riecht die frische Luft, gibt Gas, hat krasse Abfahrt, muss sich konzentrieren, ist fokussiert und ist raus aus dem Alltag. Nicht geil gezogen, ey. Er ist der Beste. Traumhaft. Es war die ganze Zeit super bewölkt, hat ein bisschen geregnet. Jetzt auf dem Gipfel kam die Sonne raus. Hammer. Ich danke diesem Mann für sein wunderbar schönes Hinterrad für mich hier. Komm her. Noch nie in meinem Leben so schnell Rad gefahren, Ingo. 5 Meter breite Straßen. Digga! Kein Schlagloch, du kannst einfach diese 3 Kilometer lang runterwischen. Digga! Ah, die Abfahrt war ziemlich fett. Du konntest locker mit 60, 70 Sachen runter. Es gibt so Gerüchte, dass Dragan nachts nicht schläft, sondern heimlich auf der Rolle geht, um sich warm zu fahren. Und dann also zumindest wieder da hochgestiefelt ist. Ey, stark, nur wenn ihr stark schnarcht, die anderen, dann kann ich eh nicht schlafen, dann gehe ich auf die Rolle. Es war Teamwork, das hat man gemerkt beim Aufbau und Abbau der Zelte, das hat man gemerkt beim Fahren, es wurde gewartet, wenn Pannen waren, es wurde sich gegenseitig den Berg hochgezogen, es wurde sich motiviert. Man hat gemerkt, dass jeder an seine Grenzen gegangen ist, immer mal wieder. Und dann wurde sich aber gegenseitig geholfen. Das finde ich ist das Bemerkenswerte, was so eine Geschichte so, finde ich, emotional schön macht. Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das trifft es ganz gut.
richtig geil. Besonders der letzte Anstieg, einfach nur heftig. Mit der untergehenden Sonne und ich finde kaum Worte dafür. Der Wind oben, der Ausblick, keine Ahnung. Einfach krass. Kilometer, 1996 Höhenmeter. Das sind so die ersten 100 Kilometer an der Küste und die letzten 50 Kilometer geht so nordwestlich nach Murcia rein. Wir sind jetzt im Murcia-Bundesland. Geile Sache. Heimat, Digga. Einfach nur ballern und habe mich völlig verballert. Mit dem Fitz war ich eigentlich am liebsten den Berg runter, weil er hatte mal einen schönen, auch so einen Witz parat. Also beim Arschcreme nachlegen habe ich mir den Finger an der Alufolie von der Arschcremedose geschnitten, aber es läuft schon. Das kam anbieten hier die ganze Truppe. Eagles with liberal worldviews work to convince you of the virtue of fulfilling a purpose. Pushing people over the edge and celebrate that they're the last ones to fall into the furnace. You're rising for a fall, working hard to change. Achtung, Achtung! Carlos Fuente, unglaublich! Unglaublich, Carlos Fuente da für euch! Absoluter Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn! Carlos Fuente, da ist der Papa! Unglaublich! Papa, mi Schwester. Hola! Hola! Immer schön so 45 bis 50 drin gehabt. Ja. Ich würde gerne so eine Actionfigur rausbringen, die heißt Madman Descender. Wenn der Junge bergab fährt, also unglaublich. Ich dachte ja am Anfang, dass ich muss die 6-7 Tage im Bus sitzen, weil ich schaffe das nie. Aber ich habe das geschafft komplett und für mich ist so ein mega geiles Gefühl, mit so einer mega geile Truppe fahren zu dürfen. Also es ist einfach super cool. Und habe ich wieder gelernt, so die Sachen, die man anfängt, so zu Ende zu bringen. Also es ist so ein krasses Gefühl, hier zu sein, jeden Meter gefahren. Also das von Südspanien bis zum Barcelona, also durchgefahren, also durchgeballert. Unglaublich. Heute ist der 6. Tag. Und man merkt auch ein bisschen, die Ärsche tun weh. Alle sind so ein bisschen Fratze, aber ja, alle ziehen durch und haben Spaß. Weißt du, was ich gedacht habe? Ich konnte schlimmer sein. Simon. Mit Gegengewicht. Das hat mich motiviert. Ich musste da denken, was Schützchen vorher gesagt mit den Arschschmerzen. Das kommt und das geht auch wieder. Gesehen, hat sich umgedreht, ist losgerannt, hat echt nur noch gedacht, so, wir sind seine Rudelfreunde und ist mit uns runtergerannt, wie irre. Also auf 60 km/h runter, parallel quer die Straße, hin und her, quer. Unglaublich, unglaublich. Und der hatte solche dicke Eier und die hat er die ganze Zeit uns entgegengezeigt, geschreckt. Schön. Und dann hatte ich die ganze Zeit Muffen, dass er sich umdreht und ausrastet und mir voll den Hieb gibt, ne?
wir fahren vor euch und suchen den kürzesten Weg zum Hostel. Wer nicht mehr kann, lieber in den Bus gehen. Ne? Wir sind noch 30k, also es wird jetzt ein harter Kampf, weil das wird jetzt gleich komplett dunkel. Ne? Da ist jetzt 10 Meter. Würdet ihr lieber nie wieder Schuhe anhaben oder nie wieder Auto fahren? Wie weit noch? Was heißt das? Noch 700 Höhenmeter? Dieses Grinsen, das fällt mir. Keine Ahnung, ey, wo der Scheiß ist, ey. Pass auf, ich guck auch nochmal jetzt. Okay, 300 Meter steht hier. Die üblichen Dinge. Danke, geil, cool. Aber das Geile ist, dass egal wie man sich fühlt gerade an dem Tag, es gibt immer irgendwie so mindestens ein oder zwei Leute, die genau das Tempo fahren wollen, die da auch Bock drauf haben. Und es ist immer irgendwie jemand da, man kann sich immer unterhalten, das macht es wirklich geil. Okay, das war's. Ey, ihr geil. Seid die Geilsten. Du bist der geilste Typ. Wenn mir einer vor 7,5 Wochen gesagt hätte, dass ich dass ich noch 2-3 Etappen mitfahre nach dem schweren Sturz, hätte ich das niemals geglaubt. Hier war ein offener Bruch und ich finde, für 7,5 Wochen ist das ist der Umfang des Beins schon gar nicht mehr so schlecht. Laufen kann ich nicht so gut, aber Fahrradfahren geht. My name is Luis. I live here in Valencia and just so that you guys were coming here around in your trip, so I decided to join you for the stage of today. And one of the points was showing you another road, only locals know. Ja, irgendwo ist müde geworden. Ist seit 2 Monaten nicht gefahren. Da passiert das schon mal, dass man ein bisschen eher müde wird. Und da haben wir zumindest so getan, als ob wir ihn hochschieben. In Wirklichkeit, ich zumindest habe mich hinten festgehalten und mich hochziehen lassen. Aber sag's bitte nicht weiter. Einfach eine richtig geile Tour. Also du hast echt Support von außen bekommen und das war schon echt ein krasser Unterschied zu Hause, wo du eher von der Straße weggehupt bist. Hier hast du gemerkt, dass der Radsport echt hier Teil der Kultur ist. Und du immer so, gerade wenn du die Berge hoch bist, haben die echt Rücksicht genommen, haben gehupt, dich angefeuert, geklatscht. Das war echt extremst geil. Fantastisch, fantastischer Spaß. Ein harter Anfang, so für mich insbesondere. Dann langsam reingekommen, immer besser werden. Und jetzt, wo man so am Höhepunkt ist, ist es fast schon wieder vorbei. Wie war das, als du in der Kurve den Wagen gebaut hast und 40 Tonnen von vorne kam? Und ist so, da hinter dem Auto, Bus, so, ist so, schnell und dann in die Kurve rein und dann auf einmal LKW und Pedal aufgesetzt und dann ist so rechts und der LKW von links und war geil. War das, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt, war das Chainless oder hattest du heute eine Kette? Nee, heute hatte ich eine Kette. Seid ihr eigentlich Weltmeister geworden? Weil wir Siesta machen. Ja, ihr macht immer Siesta. Ja. Wann fangt ihr eigentlich an zu arbeiten? 20% Training, 80% Regeneration. Ist immer so.
15 Kilometer. Geil. Noch vor 4-5 Tagen wäre es echt unmöglich gewesen. War so ein Kampf heute. Ja, zum Glück hatten wir Rückenwind und eine relative Gerade. Es war wieder so geil. Wir waren die ganze Zeit super smooth unterwegs. Und Thomas, Chris, Jan und ich. Ne? Die ganze Zeit so voll geil smooth unterwegs. Dann haben wir uns nie kein einziges Mal verfahren. Die ganze Zeit nur geil gefahren und so. Dann die anderen getroffen. Innerhalb von 500 Metern viermal verfahren. Letzte Etappe. Letzten 154. Seht zu, dass wir alle zusammen heil nach Barcelona reinrollen. Es hat Spaß gemacht, es war eine wunderschöne Landschaft. Super happy hier zu sein. Bin echt froh, dass alle gut durchgekommen sind. Ja, ey, aufgeplatzte Lippen, schwere Beine. Ey, das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Ich musste so oft beißen. Auch wenn man denkt, es wird ein sehr langer und harter Weg. Das wird es auch, aber eigentlich kommt man immer irgendwie ans Ziel. Die Strecken waren super gut geplant. Obwohl sie mit dem Sprinter manchmal schwierig nachzufahren waren, aufgrund der kleinen Gassen. Ey, Barcelona ist gerockt. Wir haben es geschafft. Geilste Team. Ein Gefühl wie immer auf dem Bike. Nachher explodierst du wieder eine Bombe. Bang! Und ey, die ganzen Abfahrten. Eigentlich fast alle Abfahrten. Einfach nur geil. Mega Dank nochmal an alle Organisatoren. An jeden von uns in der Gruppe, der sich irgendwie den Arsch aufgerissen hat dafür. An Thomas und Simon, die die Strecken nächtelang, tagelang zusammengefrickelt haben. Wir hatten eine Wahnsinnszeit in der Wahnsinnstruppe. Red Race, Red Pack, mega geil. Aurora, Sebastian, ich glaube, ihm hat es mega gefallen. Wir haben, glaube ich, alle an ihn gedacht. Er ist irgendwie mit der Tour unvergesslich. Reute. Reute. 1500 Kilometer. Wahnsinn. 21.000. Hier runter, sonst sehe ich euch nicht. 21.000 Höhenmeter. Die Hälfte der Tour de France, aber auch in der Hälfte der Zeit. Mega geile Truppe, hat mega Bock gemacht. Richtig geil. Ich bin super, super froh, dass alle hier sind, alle heil und alles mega geil. Leute, Prost. Prost. Oh, auf ein neues und ihr seid die Allergeilsten. Red Bay! Einfach unglaublich. Vielen Dank. Okay.